Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute zu meiner Wickeltasche zeigen, was ich denn da so drin habe. Wie bei dem vorherigen Video, ich habe nicht aussortiert oder geguckt, ob ich alles drin habe. Ihr seht jetzt also das Produkt, was ich zuletzt benutzt habe und wenn mir auffällt, dass was fehlt, werde ich euch sagen, okay, das habe ich leer gemacht, deswegen muss ich den noch auffüllen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich fange dann jetzt mal an. Also ich habe nur zwei Taschen, die ich aktuell wirklich oft benutze. Das ist die Handtasche, die ihr schon gesehen habt, und die Wickeltasche. Und das ist diese hier von, ich glaube, die Embody oder von Rossmann. Ich bin mir nicht mehr sicher. Die finde ich deshalb gut, weil sie so viele Taschen innen drin hat. Das hat nämlich die andere von, naja, die mit den Eulen hier vorne drauf, die auch ganz viele haben. Das hat die nämlich nicht. So, fangen wir mal hier außen an. Hier ist nochmal ein riesen Reißverschluss. Da mache ich meistens den Schlüssel rein, weil es halt schnell zu greifen ist. So, dann machen wir hier mal auf. Und auch hier seht ihr wieder ein leichtes Chaos in der Tasche. Ich bin halt eine Frau, die ganz viel Zeug in die Taschen immer schmeißt. Ich habe hier von Müller einen Kassenzettel und das mit Absicht, weil wenn man bei Müller viel kauft, kriegt man ja hier unten immer so ein... also jetzt in dem Fall habe ich 1,49 Rabatt. Das heißt, ich schneide das aus, hebe es auf und beim nächsten Einkauf kann ich die 1,49 einlösen. Deswegen ist der hier noch mit drin und weil wir das meistens mit dem Kinderwagen erledigen, wenn wir einkaufen gehen, dann habe ich die mit bei. So, dann habe ich hier immer eine Dose bei mit kleinen Knabbereien, mit in dem Fall jetzt Keksen und Salzstangen und Dinkelkeksen. Also immer so drei verschiedene Sachen sind da mit drin. Diese sind einfach für zwischendurch mal, kriegt er aber nicht so oft. Dann Taschentücher dürfen nicht viel, weil der Kleine zurzeit immer so eine Schnoddernase hat, weil er zahnt. Dann mit bei die Denk mit feuchte WC-Reinigungstücher, wenn man mal auf Toilette muss und das eben reinigen möchte unterwegs. Dann habe ich hier die Bübchen Sensitive Sonnenlotion 50 Plus, also sehr hoch, für den Kleinen auch immer mit in der Handtasche. Ich hatte eine kleine Version, die ist jetzt leer, das waren aber auch nur 30 Sonnenschutz. Deswegen ist jetzt die große mit hier drinnen und die mache ich jetzt leer und dann mal schauen, was ich dann kaufe. Dann habe ich immer hier die kleinen Feuchttücher von BB Dream, weil ich die meisten Sachen bei Rossmann kaufe. Dann habe ich hier immer um die drei Windeln drin, das ist jetzt Größe 4. Ich glaube, ich muss jetzt zu 4 Plus so langsam wechseln, weil eben doch mal was daneben geht, wenn er zu viel pinkelt. Genau, da habe ich halt immer 3 bis 4 damit bei. Ich glaube, eigentlich bräuchte ich nur 2, aber ich will die nicht immer nachfüllen. Und auch hier habe ich immer ein Nuki noch mit bei. Das ist jetzt ein ganz billiger, den ich mal aus Not gekauft habe, weil die anderen alle runtergefallen waren und ich das Spray nicht dabei hatte, was ich eigentlich in der anderen Tasche ja habe. Deswegen ist hier immer noch ein Not-Nuki mit bei. Dann habe ich eine Gesichts- und Körpercreme mit bei, wenn ich merke, wenn der Kleine doch viel Wind abbekommen hat irgendwie, dann creme ich ihm sein Gesicht nochmal damit ein. Ich mache diese Wind- und Wettercreme nicht so gern drauf, weil die sehr, sehr fettig ist. Im Sommer zumindest nicht. Im Winter mache ich die drauf, aber im Sommer reicht die hier vollkommen aus. Dann habe ich hier noch eine Wundschutzcreme von Lavera drin, von Naturkosmetik, bla bla. Die finde ich total gut. Die werde ich mir auch in groß nachkaufen, wenn die kleine jetzt leer ist. Dann habe ich hier nochmal eine Wundschutzcreme, die ich eigentlich bei der Oma lassen wollte. Habe ich aber vergessen, deswegen ist sie noch hier drin. Und auch hier darf nicht fehlen ein Fruchtriegelchen, egal welche Firma, wie gesagt, er mag sie alle. Dann habe ich immer ein Löffelchen dabei, wenn es eben doch mal unterwegs was zu essen gibt, ein Gläschen oder sonst was, wenn ich eben nicht gerade schaffe, zum Mittag nach Hause zu kommen, dann besorge ich ihm vielleicht mal ein Gläschen oder bei Oma halt mal eine Suppe essen oder so, dann habe ich immer ein Löffelchen bei, mit dem er klarkommt. Dann die heißgeliebten, ich glaube, die sind wirklich sehr, sehr heiß geliebt. VTEC Autos, hier ist jetzt ein Quad, weil meine Mama Quads total liebt und sie hat ihm das gekauft, als wir bei Karstadt waren. Die kosten ja 7,99 so ein Teil. Finde ich total niedlich, deswegen ist es auch immer mit bei, weil er ja jetzt seine Liebe für Autos entdeckt hat. Deshalb ist das jetzt auch immer mit bei und ich denke mal, da werden noch einige andere einziehen. Aber... Aber die, oh Mann, ich habe jetzt gesehen, bei Volvoort gibt
es, oder Pulver, wie auch immer man das nennen möchte, gibt es diese ähnlichen Teile, beziehungsweise sie sehen eigentlich 1:1 aus wie die von VTech für 2,99. Die werde ich mir mal die Tage angucken und schauen, ob die vergleichsweise gut sind oder nicht. Und ob die halt auch auf diese Bahnen passen. Ne? Das wollte ich auch mal nachgucken. Aber ja, auf jeden Fall habe ich das hier mit bei. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann seine heißgeliebten Minions, die müssen mit bei sein. Die lenken mir immer jedes Mal ab und deswegen sind sie auch in der Wickeltasche drin. Noch ein Ersatz-Nookie. Dann habe ich auch immer ein Wechsel-T-Shirt bei. Gerade weil es ja... ist das schön zerknittert gerade. Jawohl. Weil es ja so warm ist gerade und der Kleine doch ganz schön doll schwitzt. Und wenn wir mal mit dem Auto unterwegs sind, dann wechsle ich ihm nach jeder Autofahrt, wenn er dann doll geschwitzt hat, das T-Shirt. Und deswegen ist hier ein Wechsel-T-Shirt mit bei. Was jetzt irgendwie total zerknittert ist. Ja. Dann auch von der Oma bekommen. Bei Karstadt waren wir da und er fand das total lustig. Eine Rasse, die in einer Schweineform ist, die hatte ich ja schon mal bei seinem Favoritenvideo gezeigt. Die ist in der Handtasche jetzt. Dann ist hier noch ein Minion drin, der auch immer mit bei sein muss. Die besagten Haargummis, die ich in der anderen Tasche nicht gefunden habe, aber jetzt hier sind sie drin. Das sind diese, wie nennen die dich denn? Oh, ich vergesse, wie die heißen, aber die, die halt keinen Knick in die Haare machen. Was ich jetzt nach dem heutigen Friseurbesuch erstmal erledigt habe mit Haargummi, aber er ist trotzdem drin, falls ich eben doch mal die vorderen Haare wegstecken möchte. So. Und dann habe ich hier hinten, und das finde ich total gut, wenn ich mal eben doch in einem Kaufhaus bin und ihn wickeln muss oder auf dem Rasen ihn wickeln muss, dann habe ich hier so eine kleine Wickelunterlage, die ich ganz süß finde. Und ich muss nicht immer diese Einwegunterlagen mitnehmen, sondern die kann man halt auch waschen. Und deswegen finde ich die eigentlich ganz praktisch. Die nimmt auch nicht viel Platz weg. Und hier ist ein extra Fach für die. Und deshalb ist die sowieso immer mit bei. Das hat ja noch, also die hat ja noch diese Seitlichfächer. Und da sind ja natürlich auch noch Sachen drin. Und zwar ist hier auch wieder das Desinfektionsmittel drin für die Schnullis. Und auf der anderen Seite Windelbeutel, die man eben, von Nubi sind die, kann man sich eigentlich hier so außen ran machen, aber weil ich die nicht so oft nutzen muss, weil ich ihn eben draußen nicht so oft wickeln muss, sind die eben in der Seitentasche drin. Und dann haben wir hier vorne noch eine Tasche und da sind aber eigentlich nur nochmal hier so eine Saubär-Tücher drin. Und hier kommen dann halt noch, keine Ahnung, kleinen Kram rein, was man eben schnell greifen muss. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder von der Wickeltasche. Ich nehme gar nicht so viel mit. Also klar, ein Getränk kommt immer noch mit. Diese Quetschis, die, ob die nun in der Handtasche mitwandern oder hier reinwandern, die kommen auf jeden Fall immer mit rein. Aber wie gesagt, die lagern wir halt im Kühlschrank aktuell. Und was haben wir noch mit bei? Und dann halt aktuell, wenn er irgendwie ein Spielzeug hat, was er ganz doll mag, dann nehmen wir das natürlich auch mit. Aber sonst ist das auch das Nötigste, was wir momentan mitnehmen. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, ihr jetzt gesehen habt, was ich so mir rumschleppe, wenn der Kleine mit bei ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann. Tschüss.